verdammt, ich liebe dich und will dich heiraten. Heimlich, still und leise hat er es im April vergangenen Jahres getan und er wird bald wieder Papa. Und das sind nicht die einzigen Neuigkeiten. Er ist auf der 1 und sensationell und erfolgreich. Und wir freuen uns auf Matthias Reim. Matthias Reim, das Album auf der 1, frisch verheiratet, das Kind unterwegs. So, wenn man dich fragen würde, wann war die glücklichste Zeit in deinem Leben, ist die Antwort heute? Natürlich. Natürlich, aber ich glaube auch, weil ich bin jetzt 64, ich bin viel gelassener, ich gehe mit allem viel gelassener um als früher. Und das Gelassenheit und eine gewisse Weisheit, weil ich war ja lernfähig, sonst würde ich nicht hier sitzen, macht einen schon so, lässt einen schon in sich ruhen und über die Dinge dann schauen und sagen, okay, hast du im Griff, läuft und weißt du was, ich habe es mir verdient. Das ist das, was ich zu mir selbst sage. Andere sind da vielleicht anderer Meinung. Aber ich bin sehr, sehr zufrieden und war noch nie im Leben gechillt. Und ich hatte immer Angst vorm Alter. Also was ist Alter? Ja, also wenn ich dann so ab 55 habe ich gedacht, da. Ja. Also, hier, Marc kennt das. Ja, so ab 55 fängt das dann dieses... Ja. Aber nicht ich weiß nur er. Ja. Das ist überhaupt nicht schlimm. Was für eine Sorte Kind ist es? In mir? Nicht in dir, also für dich, also für Tochter oder Sohn? Ich habe keinen blassen Schimmer, ich lasse mich überraschen. Das glaubt ja kein Mensch mit diesem Lächeln. Das glaubt ja kein Mensch. Du weißt es, willst aber nicht sagen. Genau, wir haben das verabredet und ich will dir heute Abend auch so höllisch drauf aufpassen, immer nur das Baby zu sagen. Ich hab gedacht, irgendwie, ich habe lange überlegt, wie ich den Hinterhalt machen könnte, dass du, ich habe gesehen, du hast einen kurzen Moment überlegt und so. Ihr seht wunderschön aus, wie erfährt man das? Ich kenne nur immer das so aus dem Fernsehen, dass dann so dieser Schwangerschaftstest gezeigt wird und du jubelst dann. Wie war das bei dir? Wie hast du es erfahren von Christine? Wir haben ja so ein Ritual. Wir schließen jeden Abend gemeinsam ab. Also wir treffen uns meistens, ich komme aus dem Studio, so zwischen 10 und halb 12. Das schwankt immer ein bisschen. Und dann mache ich mal noch mal ein bisschen so mein Nachsportprogramm. Das andere habe ich schon um 7 erledigt gehabt. Und also ich springe dann ich springe dann 10 Minuten Whirlpool, dann 10 Minuten Hauptpool oder Außenpool, das suche ich je nach Wetter aus. Dann gehe ich duschen, dann gehe ich hoch in mein das letzte Zimmer, wo man rauchen darf. Das ist ein kleines, da stehen zwei Flipper, ein Dartautomat, ein Tisch und ein Glaskühlschrank, wo immer Bier drin steht. Und das ist immer eiskalt. Und das nehme ich mir dann und da setze ich mich immer. Und da kam sie dann reingeschneit und sagte, sitzt du? Ja, sag ich, klar sitze ich. Ne, und dann machte sie, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Und da habe ich ja schon wie aufgeregt sie war, habe ich mir schon gedacht, alles klar. Und dann haben wir diesen Abend, weil sie wusste ja, jetzt ist vorbei mit Alkohol, haben wir noch richtig gemütlich ein paar Bier zusammen getrunken und so einfach nur gesagt, okay, let's go. Weil morgen ist sowieso vorbei mit dem Bier. Wir haben ganz viel über glückliche Väter und Kinder und so weiter gesprochen. Aber du hast ja noch mehr Kinder, glaube ich, 6 Stück bisher. Ich glaube auch. Ja, genau. Fangen die da nicht an, Bruch zu rechnen? Denkt, ach Scheiße, das Erbe. Es ist nicht nur 1 geteilt durch 6 und 1 geteilt durch 7. Wie haben die reagiert? Die haben so, aber alle, die haben alle so bezaubernd reagiert, dass ich wirklich gerührt war. Ja, ich habe es dann so mitgeteilt. Wir hatten ja, also wir, auch die Kids, die außer 2 wussten ja noch nicht mal, dass wir verheiratet waren. Wir haben das wirklich, wirklich alles außen vor gehalten, weil wir wollten keine Konflikte, keine da Mama, da Stiefmama, da Papa, die jetzt. Das wollten wir alles vermeiden, weil es lief ja rund. Und aber die haben alle so süß reagiert und sind eben sehr, sehr viel bei uns und haben uns auch wirklich Support auf allen Ebenen zugesichert. Und ich muss sagen, ich genieße das schon. Also ich habe so ein bisschen so eine Patriarchenrolle jetzt. Ja, ich verwalte das Geld, ne, und habe auch so die Weisheit, die Erfahrung und den Erfolg. Und das ist eine schöne Rolle. Ja, und kann mit meiner Güte, meiner Offenheit und meiner Großherzigkeit ja, eigentlich immer schön bei allen Punkten. Nein, ich glaube wirklich, dass ich ein sehr herzlicher und liebevoller Mensch bin, was wirklich toll in diese
Konfiguration von verschiedenen Menschen passt. Ja. Was hat Christine, was herkömmliche Frauen nicht haben? Die hat einfach, das ist jetzt auch schwierig zu sagen. Ich würde sagen, von dem Moment an, wo wir uns sahen, kamen wir da nicht mehr raus. Das ist jetzt fast 9 Jahre her. Ich glaube, ich habe noch nie mit einem Menschen so viel Zeit verbracht. Wir verbringen unendlich viel Zeit miteinander. Und dafür zanken wir uns extrem wenig. Und wir sind fast immer einer Meinung. Ja, und ritualisieren das auch. Das heißt, wir pflegen das. Du kannst das pflegen. Ja, du kannst sagen, abends um 11, ich gehe ins Bett. Ja, du gehst doch sowieso an deinen Flipper. Ja, oder sagt, treffen wir uns nachher. Dann wissen wir immer, wir treffen uns zwischen 11 und 11:30. Bierchen, ja, sie früher auch immer bei Bierchen, Zigarette, Fenster auf oder draußen im Sommer. Und dann wird gequatscht über Musik, über die anderen, über die Kinder, über das, was wir wollen oder wo es gerade hakt. Ja, da fließen dann auch Tränen, wenn jemand gerade mit irgendwie mit einer Plattenfirma oder im Fall Manager gerade Stress hat. Wir sind einfach so grundehrlich zueinander und können toll miteinander reden, dass ich mich immer umgucke und sage, fast schon zu schön, um wahr zu sein. Wo liegt da hier noch irgendwo versteckt irgendwas? Liegt nichts. Aber muss nicht der vorgeschriebene Satz kommen, Matthias, denk daran, hör auf zu rauchen. Möchtest du nicht dabei sein, wenn das Kind Abitur macht? Ich werde auch noch beim 50. Geburtstag dabei sein. Da bin ich 120. Aber da muss man doch aufhören zu rauchen. Du musst aufhören zu rauchen. Das ist ungesund. Ich habe ja schon massiv reduziert. Es gibt ja nur noch die richtigen Zigaretten, nur noch die Kultzigaretten, wenn das Ritual beginnt. Wie viele sind es pro Tag noch? Zigaretten, ja, so richtige 10. Dr. Lekutat. Kurzzigaretten? Nein, noch ganz, ganz normale. Ich sag jetzt nicht die Marke. Nein, ich habe ja das schöne Erlebnis gehabt, dass ich, als ich vor 6, 7 Jahren diese Herzmuskelgeschichte habe, und da wurde ich auf den Kopf gestellt, weil bis die gefunden hatten, was ich hatte. Und er fragt den, und ich liebe den wirklich, meinen Kardiologen, guckt er mich so an und sagt, Herr Reim, rauchen Sie? Ich sag, wieso? Weil ich dachte schon, der will mir das verbieten. Ich sag, wieso? Er sagt, weil wir hier nichts von sehen. Dann habe ich gesagt, ja, seit 45 Jahren. Ja. Und dann sagte der, darf ich ja nicht sagen als Arzt, aber Freifahrtschein. Und sagte, da ist nichts zu, da ist nichts dunkel, die haben mich auseinandergenommen. Sagt er, dann bist du einer der wenigen, so wie Helmut Schmidt, die das wohl ganz gut vertragen, sonst wärst du nämlich nicht mehr hier. Und dann hat mich das riesig gefreut und dann habe ich ihn gefragt, und Bier? Und er sagt, ja, machst du ja auch schon länger, sag, kann dir ja nichts mehr tun. Also das war einfach so gut. Und er sagt zu mir, hör auf, dich zu irgendwas zu zwingen. Wenn du deine dich glücklich machenden Rituale, die dir auch am nächsten Tag, also am Abend, diesen Abend der Kreativität abschließen und dir am nächsten Tag, du dich auf einen schönen Tag freuen kannst, wo du dich wieder auf die Rituale freuen kannst, weil ich bin sehr ritualisiert, auch bei Konzerten, dann ist das in Ordnung. Wenn du dein Leben änderst und plötzlich zu einem unglücklichen Menschen, der nur noch die Gesundheitsbibel durchlebt wirst, Da habe ich gesagt, bin ich noch 2 Jahre da habe ich nämlich keine Lust mehr. Ja, ich glaube, ich würde mich so ein bisschen aufs Flippern spezialisieren. Ja, das ist natürlich für die Reflexe, ne? Hand, Auge, Schnelligkeit, super gut. Meine Damen und Herren, Matthias Reim hat das große Glück, was viele Künstler nicht bekommen, dass sie sozusagen einen Jahrhundert-Hit, den alle irgendwie mitsingen können. Und für die wenigen verlorenen Seelen, die nicht wissen, was ich meine, sehen Sie selbst, Kesselbuntes. Oh ja, Kesselbuntes. Ich lieb dich nicht, verdammt, ich brauch dich nicht, verdammt, ich will dich nicht, ich will dich nicht verlieren. Wow, bis heute. Ich spiele diesen Song immer noch so gerne. Ja.
richtig. Aber das ist ja aber auch, mein lieber Herr Gesangsverein. Das ist, ja, es ist ein Brett. Und das ist für mich immer noch so ein magischer Moment. Das ist ja immer die Zugabe bei den Konzerten. Der letzte Song, sollte irgendeiner von den, weiß ich nicht, von den 9000, die, glaube ich, den Abend haben, so einer nicht gewagt haben mitzusingen, ja, da spätestens der größte Muffel steigt dann auch ein. Dann habe ich ihn. Auf alle Fälle. Selbst ich würde es tun, meine Damen und Herren. Es gibt natürlich das neue Album, wo wir schon gesagt haben, wo steht. Nämlich dort, wo es hingehört, zu oberst. Und dort gibt es auch ein Stück, über das müssen wir auch noch kurz reden. Blaulicht sehen Sie selbst. Sirenen heulen Blaulicht hinter mir. Doch ich muss so schnell, ich kann zu dir. Über rote Ampeln durch die Nacht. Was hast du mit mir? Das ist schon ein Brett, ne? Fühlt sich das immer noch so an, nach 9 Jahren jetzt wirklich? Ist das immer noch das Gefühl, was du hast? Ja. Also ich gehe auch mit dem gleichen Elan ins Studio und möchte mich immer toppen. Jetzt hatte ich durch die Pandemie viel, viel Zeit, um im Studio zu arbeiten. Habe das ein Augenmerk auf das sogenannte Perfekte. Ich möchte immer mein bestes Album machen. Weiß ich nicht, ob es ist, aber es ist ziemlich gut. Das perfekte Album machen. Und das andere ist, wenn die Pandemie ausgepandemiert ist, ja, möchte ich auf Tour gehen. Aber ich möchte so vorbereitet sein, ja, dass es die Menschen einfach weghaut. Von Sound, von Arrangement, von Produktion, von meiner Fitness, von dem, wie ich drauf bin, die Kraft, die ich habe. Und dafür hatte ich jetzt 2 Jahre Zeit, darauf hinzuarbeiten. Man konnte ja auch nicht ausgehen, man konnte nicht mal nach Überlingen fahren, hier in den Keller treffen und mal in Ruhe, ne, schön endlos frühstücken. Das machen wir mal gerne, wenn wir uns sehen. Deine Anfänge, es ist so das Hessen, was nicht so viele Leute kennen. Korbach und Homberg an der Efze. Dort gibt es auch Orte, die heißen Schwalmstadt und Melsung. Haben die das zur Kenntnis? Gibt es ein Messingschild von dir schon irgendwo? Das Kind der Stadt? Nee, nicht, dass ich wüsste. Ich erwarte ja auch immer, dass man irgendwann so ein Korbach und Homberg, ja, aus irgendeiner so Ziegenhainer Straße, kann man auch doch die Matthias-Reim-Allee machen. Ja. Oder eine Bäume Schule. Stehen da ja. Oder eine Schule. Ja, Theodor Heuss weg und dafür Matthias Reim Gymnasium. Ja, das jetzt ist aber das zum Äußersten. Nein. Also darüber habe ich noch gar nicht. Das Schlimme ist, das ist ja meistens erst Postmortum. Das heißt, nach meinem Tode interessiert mich das ja nicht mehr. Ja, und das geht noch 50 Jahre. Ja. Na, also ich setze mich da nicht wirklich auseinander. Aber ich freue mich über viele Kleinigkeiten, so über den. Auf der Straße, also so die vielen Menschen, die einfach nur an mir vorbeigehen, gar kein Foto oder kein Bild wollen, ne? Ja, und einfach nur so, da geht da so ein Pärchen, ruft der Typ mir hinterher, ja, klasse gemacht, Matthias. Ich sag, was? Also, dieses wieder zurück. So, danke. Also, da freue ich mich drüber. Das heißt, diese Form der Anerkennung dessen, und das ist auch so ein bisschen mit dem Alter zu tun. Jetzt komme ich in das Alter, wo man dann schon zwangsweise Respekt vor hat. Das ist irgendwo so langsam so ein Lebenswerk wird, ich das immer noch ausbaue und jeden Tag aufs Neue genieße. Hat jemals ein Manager zu dir gesagt in irgendeinem Übergangspunkt, Herr Reim, Sie bekommen Falten, da könnten wir was tun? Ja, ich brauchte ja keinen Manager zu. Ich guckte ab und zu in den Spiegel. Und ich habe jetzt auch, gucke ich hin und wieder rein und sage, Matthias, ja, dann mache ich manchmal so, warte mal, oh, das sieht cool aus. Aber ich beschäftige mich genauso mit sowas. Wenn ich mir nicht mehr gefalle, kann ich mir das auch vorstellen. Dass du... Ja, aber dann muss ich mir nicht mehr gefallen. Also das kann kommen. Ich war ja auch immer der Meinung, also gerade wenn es jetzt um Schönheitschirurgie geht oder sich ein bisschen, wenn man irgendwas an sich hat, was einem nicht gefällt, wenn man in den Spiegel guckt, ja, und man kann es gefahrlos für Leib und Leben korrigieren, dann soll man das machen. Du siehst immer noch scheiße gut aus. Dankeschön. Und du hast nicht mal ein Aquarium kaputt gemacht. Ich habe eigentlich gar nichts kaputt gemacht. Matthias Reim, meine Damen und Herren, ist heute Abend in Rollo. Danke.
Und ich habe das Gefühl, du bist ganz weit weg davon entfernt, dir nicht zu gefallen. Ich habe das Gefühl, dass es eher gerade mit dir und dir selbst ganz gut läuft.